Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder etwas Größeres zu präsentieren. Und zwar in Corona-Zeiten. Wir haben Winter, wir sind alle drinnen. Redet natürlich jeder davon, wie man die Virenlast in den Innenräumen senken kann. Und jetzt habe ich mich mal umgeschaut und habe mich jetzt entschieden, von Xiaomi ein Luftreinigungsgerät zu kaufen, eins der etwas größeren, die also auch einen größeren Raum halt entsprechend umwälzen. Ihr seht ja auch schon am Karton, das ist also jetzt nicht so ein Tischgerät, da habe ich mal einige Tests angeschaut bei den Kollegen auch hier bei YouTube. Da gibt es halt so kleine Sachen, aber naja, wenn ihr dann ein Wohnzimmer von 30, 35, 40 Quadratmeter habt oder so, dann nützt der nicht so viel oder die Umwälzung der Luft ist halt dann ungenügend. Bei so einem größeren Gerät ist das schon eher gegeben. Wie er das macht, ob er das macht, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ein bisschen habe ich mich jetzt belesen, habe mich jetzt für dieses Teil entschieden. Und er ist eben angekommen, wie ihr seht, noch ordentlich verpackt. Und dann werden wir den jetzt erstmal zusammen auspacken. Und dann werde ich mal schauen, was alles drin ist. Und dann werden wir den auch gleich mal direkt ausprobieren. So, dann wollen wir das Teil mal öffnen. Paket wiegt etwa 8 Kilo, also es ist jetzt nicht so wild, aber er ist schon ganz ordentlich eingepackt. Von außen brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, nehme ich mal an. Auf der Verpackung steht jetzt nichts Wildes drauf, was wir jetzt unbedingt brauchen. Insofern gucken wir mal, dann können wir das schön aufmachen. Einmal schön aufklappen. So. Dann gucke ich mal gerade auf der Kamera. Ja, wir können alles sehen. Hier oben haben wir schön einmal eine Bedienungsanleitung entsprechend drauf, beziehungsweise drin. Mal gerade gucken, sämtliche Sprachen. Ich glaube, die deutsche Variante ist auch mit dabei. Ah ja, hier oben, Benutzerhandbuch, auch in Deutsch. So, dann nehmen wir hier oben das Styropor weg. Oh, das passt ja sehr schön. Leicht auszupacken und hier kann man schon mal das Teil sehen. So, jetzt gucke ich mal, wie ich den da am besten raushole. Ich stelle den mal hin. Mal sehen. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt nicht alles sehen. So. Ja. Und dann ziehe ich den einfach hier entsprechend raus. Also man kann ihn noch alleine auspacken. Einmal Karton weg. Jawohl. Dann haben wir hier nochmal okay. Naja, beim Unboxing-Video passiert das schon mal, gell? Da fällt schon mal ein bisschen was hin. Ja, das Teil hat so eine schöne Mütze. Die tun wir jetzt mal runter. Das ist hier ein richtiges, ja, richtig schön. Dann, den kann man auch nachher noch brauchen. Also es ist jetzt nicht nur für die Verpackung, sondern den kann man, wenn man den mal auf Seite stellt oder so, kann man das sehr schön brauchen. Das ist so ein Überzug halt. Brauchen wir jetzt im Moment aber auch nicht. So, dann gucken wir uns das Ganze an. Wir haben hier die Farbe Weiß. Ich glaube, die Xiaomi-Geräte gibt es nur in Weiß. Hier oben, ich kippe den mal vorsichtig in die Kamera. Hier oben haben wir den Anknopf. Da haben wir eine LED. Hier oben ist ein Ventilator drin und da gucken wir gleich mal, was dann dort passiert. Generell ist es so, dass hier unten, hier sitzen die Filter drin, da gucken wir uns das gleich mal an und hier wird die Luft im Prinzip angesaugt über verschiedene Filter und wird hier oben dann im Prinzip dann wieder nach draußen befördert. Das heißt also, wenn der Ventilator läuft, zieht er von hier unten die Luft an, reinigt die durch die Filter, die hier drin sitzen und bläst die dann oben wieder ein. Ich hoffe, dass das die richtige Art und Weise ist, weil andersrum wird es relativ wenig Sinn ergeben. Okay, hier haben wir jetzt noch einmal eine LED-Anzeige. Und dann drehen wir das Ding nochmal. Hier hinten haben wir auch nochmal einen Knopf. Da können wir hier was aufmachen. Laserpartikelsensor, okay. Das heißt also, hier haben wir die Möglichkeit, ah ja, awesome, das wollte ich mal zeigen. Das heißt also, hier könnt ihr sehen, wie das aussieht. Hier haben wir jetzt noch, okay, das habe ich vermisst, ein Stromkabel, dachte ich, muss ja wohl auch irgendwo dabei sein.
Hier steht noch mal ein bisschen was drin, wie mit dem Filter umgegangen wird. Hier sitzt auch noch mal ein Filter drin. Hier haben wir, wie gesagt, jetzt das Kabel. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo hier... Ah, hier unten wird das Kabel angesteckt. Okay. Hier haben wir jetzt einen der Filter drin, die man natürlich dann auch wechseln kann. Muss ich mal gucken, wenn man den hier rüber tut, dann kann man ihn wechseln. Ah ja, also relativ leicht zu wechseln, da er jetzt ja auch noch sauber ist. Guckt euch den mal an, das ist also jetzt so ein Aktivkohlefilter. Red Chip Inside. Da gucke ich aber gleich mal rein, die Technik erkläre ich euch dann noch mal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist also einer der großen Filter, einer der Hauptfilter, und hier oben ist so ein Teil, das schiebe ich jetzt hier rüber und dann wird der eingespannt. Jetzt kann ich den nicht mehr rausholen, jetzt kann er sich auch nicht mehr drehen. Jetzt ist er luftdicht im Prinzip, sonst könnte ja hier rundherum die Luft angesaugt werden. So, dann machen wir hier das Türchen auch wieder zu. Okay, also fangen wir mal, ich habe es ja jetzt wirklich das erste Mal wirklich auch gesehen. Das ist ja bei mir wirklich hier im Kanal wirklich immer alles live. Die Oberfläche glänzt nicht, sondern ist matt. Das sieht edler aus. Wenn man hier sowas auf und zu macht, logisch ist das alles Kunststoff, das ist klar. Aber es macht einen guten Eindruck. Auch hier jetzt sagen wir mal der Verschluss. Prima. Also da könnte ich sagen, das ist in Ordnung. Jetzt wollte ich nur noch mal hier schauen, aber den kann man, glaube ich, sieht so aus, als könnte man ihn nicht einfach anmachen. Da steht drauf Laserpartikel. Aber wie gesagt, Technik gucken wir uns dann später an. So sieht das Ganze halt entsprechend aus. Und dann würde ich einfach sagen, hole ich jetzt mal irgendwo her Strom und dann lassen wir ihn erstmal laufen. Weil mich interessiert natürlich auch, ich bin ja, das wisst ihr auch aus meinem Kanal, ich habe ja wahnsinnig viele Filme auch schon über Klimaanlagen gemacht, verschiedene Varianten. Und da hat man ja auch immer das Problem, die machen natürlich Geräusche, logischerweise. Und so ein Luftfilter, der soll ja eigentlich wirklich andauernd laufen. Eine Klimaanlage lasse ich bei mir in der Dachgeschosswohnung im Sommer, wenn es knacke heiß ist, 2, 3, 4 Stunden laufen und dann ist gut. Das kann man dann auch aushalten, wenn die ein bisschen brummt oder halt Geräusche macht. Lässt sich halt nicht vermeiden. Aber der hier soll eigentlich ja doch längere Zeit laufen. Und da sind zwei Dinge für mich wichtig. Punkt 1. Was braucht er an Strom? Und Punkt 2, wie laut ist er? Das heißt also, ich suche natürlich dann hier in meinem großen Wohnzimmer, da soll er reingestellt werden, irgendeine Ecke aus, wo er nicht stört. Aber von der Optik her würde ich sagen, macht er schon mal ein bisschen was her. Das sind etwa 75 cm die Höhe. Und er sieht schick aus. Nur wie gesagt, mich würde halt dann wirklich interessieren, wie sieht es aus mit der Lautstärke. Aber dafür brauche ich jetzt Strom. So, dann schalten wir das Gerät jetzt mal das erste Mal an. Hier oben habe ich jetzt gerade geschaut, in der Bedienungsanleitung ist der Ein- und Ausschalter. Und hier oben ist keine LED-Lampe, wie ich eben gesagt habe, sondern das ist ein Lichtsensor. Das heißt, das Teil ist also lichtempfindlich. Ich drücke jetzt einfach mal die Taste und gucke, was passiert. Okay, hier im Display geht jetzt einiges an. Wir haben hier 17 Grad, 53% Luftfeuchtigkeit. Automatik steht er jetzt und es blinkt ein WLAN-Zeichen. Das heißt also, das Gerät funktioniert. Welches Gerät funktioniert heutzutage ohne Smartphone oder ohne App? Das heißt also, wir können hier mit der Xiaomi-App können wir uns mit dem Gerät verbinden. Das mache ich jetzt momentan nicht. Es läuft, also der Lüfter läuft, aber das kann ich jetzt überhaupt nicht hören. Selbst wenn ich jetzt, das kann aber jetzt auch nicht die normale. Also er läuft sehr, sehr leise und der läuft hier, wenn ich mit dem Ohr dran gehe, dann merkt man was. Man kann aber verschiedene Modi hier einstellen. Ich drücke jetzt nochmal drauf. Das ist Nachtmodus. Auch nicht gerade laut. Die Kamera steht jetzt wirklich nur einen Meter weg von mir. Also das ist wie so ein Kühlschrank, ganz leicht. So, dann können wir nochmal drauf drücken. Das ist jetzt ein Herzsymbol. Jetzt, ja gut, jetzt dreht er nach oben. Das wird jetzt aber, nehme ich mal an, die volle Kanüle sein. Ui, der macht ja ganz ordentlich Luft. Eieiei. Okay, also auf diesem Level möchte ich ihn jetzt nicht andauernd laufen lassen. Ich nehme an, dass dieser Level das Maximale ist, was man machen kann, um den Raum möglichst schnell entsprechend wieder
keimfrei bzw. virenfrei zu haben. Das heißt also hier, um die Luft möglichst schnell auszutauschen. Ich drücke jetzt nochmal drauf. Ah, das dürfte jetzt ein Automatikmodus sein. Jetzt geht er wieder runter. Ja, das ist fast aus, aber nö, er dreht sich noch. Oder macht er noch Wind? Also, auf dem Automatikmodus, ich teste das natürlich für euch, ganz klar. Das heißt, ich werde das jetzt natürlich ein paar Tage erstmal testen, auch mit der App zusammen. Wobei, ich sag mal, ausschalten, einschalten, ausschalten kann ich, glaube ich, auch noch alleine. Da brauche ich jetzt nicht die App für. Und werde dann mal schauen, beziehungsweise werde ich dann auch mal... Ja, er läuft jetzt, aber das ist gar nichts. Also das könnte ich neben meinem Bett stellen, das würde mich nicht stören. Super. Also er ist von ganz laut, ich mache ihn jetzt nochmal auf Stufe 2, das ist diese Mondgeschichte, also diese Nachteinstellung. Auch überhaupt kein Problem, total leise. So. Und ich drücke jetzt nochmal, dann kommt dieses Herzsymbol und dann dreht er richtig auf. Das ist die Maximalgeschichte. Ja, das ist ordentlich. Also das macht doch nicht mal meine Klimaanlage. Da kommt ganz ordentlich Luft raus. Okay. Wollen wir aber so jetzt nicht haben. Wie gesagt, ich gehe ja dann nochmal im Fazitvideo, was ich euch so in einer Woche oder zwei ungefähr präsentiere, gehe ich in diese Modi rein und dann sage ich euch auch mal mein großartig riesig testen, wie die Keime, also ich habe jetzt hier nicht bei mir die Möglichkeit, ich sag mal, die Viren- und Keim- und Staubbelastung des Raumes vorher und nachher zu messen. Das sind ja so ganz filigrane Testgeräte, habe ich natürlich nicht, aber es ist einfach das Wohlbefinden, will ich testen und halt die Lautstärke, ob er dann funktioniert. Aber das hier, er läuft jetzt und man hört gar nichts. Also nochmal, hier oben, wie gesagt, ist der Modi-Taster und dann hier oben ist ein Lichtsensor. Und wenn wir ihn jetzt nochmal umdrehen, dann haben wir hier hinten das, was ich eben nicht aufbekommen habe. Hier, das ist ein Staubsensor. Das heißt, hier wird der Feinstaub gemessen. Und diese Klappe ist nur dafür da, dass man mit einem Spezialwerkzeug das aufmachen kann, wenn der Sensor mal verstopft sein sollte. Nicht verstopft, sondern wenn zu viel Staub drauf sein sollte. Wenn also der Staubsensor verstaubt ist, dann muss man den reinigen, sonst muss man hier jetzt nicht dran. Und hier kann man im Prinzip hingehen und kann, hier hinten ist noch ein Knopf, da drehe ich nochmal um. Laut Bedienungsanleitung, was ich jetzt gerade gesehen habe, kann man hiermit das Display steuern, okay. Hier kann man das Display ein- und ausmachen, okay. Das heißt also, wenn er jetzt zum Beispiel, was ich mir jetzt für mich nicht vorstellen kann, so ein Ding eben im Schlafzimmer haben sollte, dann wäre das Display vielleicht zu hell und dann kann man dem das Display ausschalten. Also mehr ist das nicht. Und wie gesagt, was im Display angezeigt wird, ist halt die Temperatur des Raumes, die Luftfeuchtigkeit und dann der Mode, Automatik haben wir jetzt eingestellt, dann der Sleep Mode und der Maximal Mode. Diese drei Modes hat er. Und wie gesagt, das, was jetzt hier blinkt, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, das ist halt die WLAN-Geschichte. Ja, ich werde mir das mal angucken. Und vor allen Dingen werde ich mal schauen, ob man da so ein bisschen was merkt von der Atemluft, staubfrei. Ich bin auch ein ganz leichter Allergiker, ob ich da irgendwie, weil auch für Allergiker ist sowas natürlich super interessant, es reinigt die Luft. Also nicht nur von Viren, sprich Corona, sondern eben auch von Staub, Feinstaub, Hausstaub, was auch immer. Und das werde ich dann testen und werde ich dann in einem Fazitvideo das Ganze dann nochmal auch unterbreiten. Dann, das seid ihr aus meinem Kanal ja gewohnt, alles was mit Steckdose ist, alle Geräte mit Steckdose, prüfe ich auch mal, wie viel Strom die braucht und rechne euch dann auch mal um, was das Teil pro Stunde oder pro Tag letztendlich kostet an Strom. Auch ja nicht ganz unwichtig, das mache ich dann auch, aber das mache ich im Fazitvideo und wie gesagt, lasst mir da mal einfach mal ein paar Tage Zeit. Und dann teste ich das Teil. Also erster Eindruck ist, also die Baumart, es ist relativ leicht, also 6-7 Kilo. Man kann den gut irgendwo hinbringen. Er läuft nicht auf Rollen, sondern das sind hier normale Gummifüße. Aber man kann ihn relativ gut transportieren. Display ist sehr gut. Wie gesagt, er läuft jetzt, also zwei Stufen sind absolut nicht zu hören. Die Maximalstufe ist natürlich zu hören. Das habt ihr auch bei jedem Lüfter, das ist normal. Und wie gesagt, das sieht schick aus, das Teil, finde ich. Und wie gesagt, der Kunststoff hier dran ist so rau und darum sieht es nicht billig aus.
Und ja, dann gucken wir mal. Ich würde euch dann auch beim Fazitvideo auch noch mal ein bisschen was Genaueres über den Filter sagen, der hier drin ist, was dann genau gefiltert wird, welche Staubteilchen und so weiter. Das kann ich auf jeden Fall dann im nächsten Video über dieses Teil hier entsprechend machen. Und das ist von Xiaomi einer der Luftreiniger. Es gibt noch kleinere, die sind dann ungefähr halb so hoch. Das ist die Pro-Variante und die kann eben Räume bis zu 60 Quadratmeter Fläche relativ schnell umwälzen. Es geht ja bei den Luftfiltern immer, bei den Luftreinigern immer, da muss ich jetzt nochmal hier reingucken in die Daten, darum, so ganz kleine nützen relativ wenig, weil sie viel zu wenig Luft umwälzen. Und hier steht drin, also die effektive Reichweite bzw. die Räume empfohlen 35 bis 60 Quadratmeter. Und die, er kann bis zu, hier steht die Partikel, Feinstaubpartikel, kann er bis zu 500 Kubikmeter pro Stunde umwälzen. Das wäre allerdings schon wirklich sehr viel. Also ich habe irgendwas von 330 Kubikmeter pro Stunde gehört. Das heißt also 330 Kubikmeter Luft kann er reinigen pro Stunde. Kubikmeter sind natürlich in so einem Raum, wenn wir jetzt 35 oder 40 Quadratmeter haben, haben wir natürlich eine Menge mal 2,50 Meter. Gut, hier muss man die Schrägen noch abziehen. Das sind natürlich einiges an Kubikmetern. Ein Luftreiniger, wenn ich wirklich jetzt vor Viren schützen möchte, ein Luftreiniger, der, was weiß ich, 100 Kubikmeter umwälzt und ich habe aber hier 3, 4, 500 Kubikmeter in so einem großen Raum, bringt da nicht ganz so viel. Wenn ich wirklich die Virenlast runtersenken will, muss ich einen nehmen, der mindestens 200, 300 oder 400 Kubikmeter pro Stunde umwälzen kann oder auch mehr. Aber da sind dann, da gehen wir dann schon in die Preise rein, ein paar hundert Euro. Aber wie gesagt, hier steht drin, also die Partikel CADR 500 Kubikmeter pro Stunde, da steht ein Sternchen dahinter und ich meine, ich hätte gelesen bei Amazon in der Beschreibung, dass er 330 Kubikmeter Luft pro Stunde umwälzen, das heißt reinigen kann. Der Filter muss entsprechend dann auch gereinigt werden. Da würde ich auch noch mal mich jetzt erkundigen, was er dann kostet, was so ein Filter kostet. Das muss er sich alle zwei Wochen machen, dafür wäre es natürlich zu teuer. Kommt natürlich auch darauf an, wie oft und wie intensiv ich das Gerät laufen lasse. Zum Preis, zum Schluss kommt immer der Preis bei mir bei den Videos. Ich habe den jetzt hier geschossen für 185 Euro, also unter 200 Euro. Ich finde, bis 200 Euro wäre in Ordnung. Es gibt natürlich auch Luftreiniger, die kosten 70, 80 Euro, aber das sind dann wirklich, die sehen aus wie so eine Höhlensonne und die können einfach nicht so viel Raum nicht so viel Luft umwälzen und da bringt es nicht so viel. Und ich denke, 200 Euro ist akzeptabel. Es ist die Gesundheit, gerade auch, sagen wir mal, was jetzt Viren, Corona und so weiter angeht, wenn man öfter Besuch hat, dass man hier das Ding laufen lassen kann, um da ein bisschen sicherer zu sein. Und es ist ja auch so, wie gesagt, nicht zu unterschätzen, die Herrschaften, die Allergiker sind. Das heißt also Hausstaub, Milben, Haustiere oder auch im Sommer, wenn die Pollen auch nach innen reinkommen, bringt so ein Teil natürlich auch richtig was. Und da finde ich unter 200 Euro völlig akzeptabel. Das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich werde mich hier die nächsten Tage jetzt mal drum kümmern und werde dann in der Zusammenfassung, in einem neuen Video, setze ich euch dann hier entsprechend drunter, dann mal meine Erfahrung mit dem Teil sagen und dann kann ich euch ein bisschen was genauer sagen, was der Stromverbrauch ist, wie das mit der App funktioniert und ob man wirklich was merkt, weil richtig nachweisen, sagen wir eine Klimaanlage, merke ich, okay, es wird kühler oder es wird eben nicht kühler, aber bei dem her kann ich jetzt nicht direkt nachweisen, dass ich sage, okay, die Luft wird reiner, natürlich wird die Luft reiner, nur wie viel nicht, ich habe hier kein Messlabor. Aber da gibt es auch noch Kollegen, da gucke ich mal, dass ich euch vielleicht noch ein Video verlinke, von Kollegen, die das wirklich in einem Labor gemacht haben. Da kann ich euch vielleicht nochmal einen Link dann drunter setzen. So, das soll es aber gewesen sein. Ich quatsche wieder viel zu lang. Das soll der erste Teil gewesen sein. Xiaomi Luftreiniger, die Pro-Variante. Und ich wünsche euch eine gute, gesunde, staubfreie, hausstaubfreie Zeit. Und dann würde ich sagen, wenn wir uns hier beim nächsten Video wiedersehen, würde mich das freuen. Und abonniert einfach den Kanal, weil dann seid ihr im Prinzip immer dabei, wenn ich meine Videos hier einstelle und dann auch zum zweiten Video hier euch ein bisschen was zu diesem Gerät sagen kann. Bis dann, macht's gut, tschüss.